Oh, hi. Ich bin Romy, ich bin 21 Jahre alt und ich bin angehende Künstlerin. Hallo Freunde und willkommen hier zu einem neuen Video. Eine Frage Go machen wir. Wir werden einen Zuschauer hier hochmoven in den Discord und die dürfen mir eine Frage stellen, egal welche Frage. Ich versuche jede Frage wirklich ehrlich zu beantworten. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst da gerne ein Like da und ein ab. Eine Frage. Für wie viele Subs würdest du deine Schamhaare färben? Digga, was ist die allererste Frage? Und das ist meine Community. Das ist meine Community. Hallo Franz, stell dich doch erstmal vor. Hallo, ja, ich bin Franz, 17 Jahre alt. Mein Hobby ist Kuba schauen. Dein Hobby ist Kuba schauen, das ist sehr süß, Franz. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Digga, ich würde wahrscheinlich schon für 50 Subs machen. Aber den Proof würdest du so oder so niemals sehen. Ich würde niemals meine Schamhaare zeigen. Also ja, wahrscheinlich okay. 50, ja. Hi, Kuba. Oh, hi. Romy? Ja. Kannst du dich sehr gerne mal vorstellen? Hi, Mensch, wie geht's dir? Oh, hi. Ich bin Romy, ich bin 21 Jahre alt und ich bin angehende Künstlerin, kann man sagen. Maschallah. Meine Frage ist, von der Ästhetik her, was ist deine Lieblingsmandel? Jetzt nicht, wie das in-game ist, so, ne? Sondern einfach nur von der Ästhetik her. Von der Ästhetik her, also wirklich vom Skin oberflächlich. Wir reden gerade von Oberflächlichkeit, ist das richtig? Genau, genau. Ich würde auch schon fast sagen, Kurunami. Ich mag es, wenn es so clean ist. Oh, okay. Kurunami. In welcher Farbvariation? Weiß. Weiß. Okay, merke ich mir. Alles klar. Ich will sehen, warum. Okay. Mehr sag ich nicht. Tschüss, Kuba, pass auf dich auf. Oh, okay, danke schön, ja. Nein, pass auf dich auf. Ciao, okay, ciao, mein Schatz. Ciao, ciao. Stell mal gerne deine Frage. Jo, meine Frage ist, was ist deine bedeutendste Lektion, die du aus deinen bisherigen Erfahrungen im Leben gesammelt hast? Was heißt Lektion nochmal? Ein bedeutendes Ereignis, was du mitgenommen hast im Negativen oder im Positiven, worauf du dann im Leben wieder geachtet hast. Also ich muss sagen, was so positiv und negativ, Lektion habe ich gelernt, dass ich glaube, es war wirklich schon ein Riesenpunkt, wo ich mich angefangen habe, so selbst zu lieben. Und teilweise das viel abhängig gemacht habe von anderen Personen, zum Beispiel von meiner Freundin oder sowas. Habe viele Sachen immer vernachlässigt für Personen und habe nie auf mich richtig geachtet oder auf meine Ziele, die ich eigentlich habe. Hat einem alles stehen und liegen lassen und so. Und ja, hat mich halt meistens dann nie weitergebracht. So. Ja. Und dann habe ich halt, ja, wie soll ich sagen, ich habe halt durchgezogen dann, ne? Also, ja, das war so eine Lektion. Und dass ich einfach gefühlt auch gar keinen mehr gebe. Also, ich bin mittlerweile so immun geworden gegenüber Menschen, die eine andere Meinung haben oder sowas. Also mich juckt wirklich kaum was von anderen Menschen. Retalk, also deren Meinung. Also, man kann sich immer alles anhören, denke ich so, aber man muss nicht immer alles aufnehmen und so. Und ich glaube, mittlerweile, seitdem ich begriffen habe und das akzeptiert habe und mir andere Menschen, deren Meinung so komplett scheißegal sind und ich mein Ding durchziehe, dadurch gehe ich auch viel stressfreier und entspannter durchs Leben. Bei allem. Also ich bin super entspannt geworden dadurch. Ich war früher immer sehr, sehr, sehr so. Ich hatte immer auch so einen inneren Druck immer gehabt, war immer auch voll mad und so. Hab mich auch immer so, ne, wie sagt man, so overthinkt. Aber mittlerweile gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, so, das ist so für mich so ein Seelenfrieden geworden. Das zu akzeptieren, zu checken. Ich glaube, das ist dieser Grund. Wie gesagt, ich hab meine Laune auch viel von anderen Personen abhängig gemacht. Wie dann auch damals meine Freundin, da habe ich auch aufgehört an irgendwie zu grinden und so ein Scheiß und hab alles immer stehen und liegen lassen. Das würde ich halt zum Beispiel heute nicht mehr machen. Ich würde auf jeden Fall erstmal immer auf mich gucken. Mein Ding machen und dann die Menschen natürlich, die um mich herum sind, die ich lieb habe, die ich gern habe, denen natürlich auch, ne, nicht egoistisch sein, aber für die halt da sein, so, aber auf mich halt weiterhin gucken. Das habe ich halt damals nie gemacht. Ja, safe. Sich selbst zu akzeptieren, sich selbst zu lieben. Genau, ja, richtig. Ja, 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 100%, ja. Ich schwöre sogar. Ja, gut, ey, Finn, dann danke ich dir vielmals. Ich danke dir vielmals für die Frage. Sehr cool gewesen. Danke dir. Ja, danke dir. Finn, ich wünsche einen schönen Abend, ne? Danke dir, mein Bester. Ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao. Hallo, grüß dich. Was geht, was geht? Grüß dich. Also, stell dich gerne mal vor. Jo, ich bin Robin, bin 21 Jahre alt und meine Frage an dich ist, was ist dein Lieblingsparfüm? Oh, ich habe tatsächlich einige Parfums, aber ich glaube, auf die 1 kommt Louis Vuitton Imagination ist meine 1. Also da habe ich auf jeden Fall die meisten Komplimente bekommen dafür. Also gerade von Frauen, wenn wir da, ne? Oder bei der Fische, gerade von Frauen, auch wenn ich unterwegs war und sowas, die haben den Duft geliebt. Alles klar. Ich danke dir, mein Bester. Robin, ich küsse dein Herz, Bruder. Freut mich, dass du auf jeden Fall auch hier bist, ne? Kuss, mein Bester. Ciao, ciao. Schöne Nacht. Ciao, ciao. Schönen Abend euch. Ebenso. Ja, meine Frage ist, würdest du gerne mal ins Ausland ziehen? Und wenn ja, wohin? Ich bin ja schon umgezogen. Also ich habe ja schon mal im Ausland gelebt. Ich habe ja in Spanien gelebt. Gemeinsam mit meinem sehr, sehr guten Freund. Er war GTA-Streamer. Er ist gebürtiger Spanier gewesen, deswegen sind wir nach Spanien gezogen. Er hat ein Haus dort gehabt. Wir wollten so eine Streamer-WG machen. Und da habe ich eigentlich gelebt. Es war wirklich an der Küste, in der Nähe von Alicante. Wunderschön. Da bin ich hingezogen. Er ist dann leider verstorben. Und deswegen bin ich jetzt in Deutschland wieder geblieben. Aber ich könnte mir nochmal vorstellen, früher oder später
mal wieder wegzuziehen. Also ich möchte nicht mein Leben lang in Deutschland verbringen. Okay, sehr gut, dankeschön. Sehr gerne, mein Bester. Ich wünsche dir was, ja? Ich dir auch, mach's danke, gut. Ciao, ciao. Hallo, servus. Servus. Also ich stelle mich mal kurz vor. Ja, stell dich vor. Hallo, Chat. Hallo zusammen. Ich bin Sali, gehöre eigentlich zu den Älteren hier in der Zuschauerschaft, sag ich mal. Bin 30 Jahre alt. Hast du denn? Meine Frage genau, ja, wäre, was war der glücklichste Moment in deinem Leben? So, der glücklichste Moment, wo du sagst, das ist es. Boah, also jetzt die letzten 2 Jahre generell so, oder die letzten 3 Jahre, davor war ja mein Leben so wirklich, boah, also ein reines Schlachtfeld, sag ich mal so. Auch Familie hat gekracht, bei mir hat's gekracht. Wusste nicht, wo ich hin wollte, weil ich bin halt bis heute immer noch lost. Viele Leute kennen mich, wussten nicht, wo ich hin wollte, kannte mich selber nicht. Dann kam so, glaube ich, mit dem Startschuss, mit dem Ganzen, wo ich dann den Fokusstil bekommen habe. Ich glaube, das war so das Ding, wo ich gesagt habe, wow, der Deal liegt vor mir. Ich habe die Tinte nass gemacht, unterschrieben. Ich glaube, das war der schönste Moment in meinem ganzen Leben. Ja. Das finde ich wirklich gut, dass du dich da festgehalten hast und dich so, also ich bin richtig stolz. Dankeschön, darauf. Bruder. Ich weiß, ich freue mich auch schon sehr lange. Ja, auf jeden Fall, mach weiter so. Ich drücke dir wirklich, ich wünsche dir nur das Beste im Leben. Maro, grüß dich, Maro. Ja, hallo. Stell dich gerne mal vor. Ich bin Maro, aka Marcel, bin 16 Jahre alt. Hobbys, ich mache Schwimmen und hätte eine Frage an dich. Cool, schwimmen erst? Ich würde erst mal sagen, Schwimmen ist sehr, sehr, sehr geil. Hab immer gehört, Schwimmen ist sehr cool, auch für die Gelenke. Ich bin ein bisschen älter mittlerweile. Habe jetzt auch überlegt, dass ich vielleicht ein bisschen anfange zu schwimmen, ein paar Bahnen oder sowas. Also ja, meine Frage wäre, hättest du denn irgendeine peinliche Story oder sowas, die du noch nie irgendwie erzählt hast oder sowas? Ich schäme mich vor nichts, so gefühlt, aber ich glaube, ich habe eine Story, die habe ich einmal mal ausgepackt. Das war so, da kam unsere türkische Familie zu Besuch, glaube ich, und mein Onkel war auf Toilette die ganze Zeit und als kleines Kind, ich musste halt unbedingt scheißen, also ich bin jetzt ehrlich, ich musste richtig kacken gehen die ganze Zeit und ich musste halt in meinem Zimmer sein, Familie war halt da und mein Onkel war die ganze Zeit im Bad, also er kam auch nicht raus, aber die Kacke kam fast raus, versteht ihr? Stift war schon fast am Mal, dann denke ich mir so, scheiße, Lösung muss jetzt schnell her, was machst du? Gehst du in die Küche, siehst du, bab, guckst rum, siehst du, bab, Zewa-Rolle. Ich leg da so ein Riesenblättchen, so ein Blättchen, einfach ein Zewa-Blättchen auf den Boden, zieh die Hose aus und scheiß da völlig rein, wirklich. Ich hab da alles voll geschissen. Hab das dann zugeknüllt und hab's dann rübergeworfen zum Nachbar. Aber ich konnte nicht mehr. Also das war halt so ein Ding. Ich konnte halt einfach nicht mehr. Also das war so ein Moment, das war halt mega peinlich eigentlich. Peinlich. Ja, aber das ist, aber da als Kind hattest du ja schon irgendwie so eine Idee, so nicht einfach auf den Boden hinzuscheißen, sondern einfach eine Zewa-Rolle schon da so rauszuholen, die dann da auf den Boden zu legen. Das ist schon eigentlich 1000 IQ, muss ich sagen. GameSense war da auf jeden Fall schon da. Ja, ich glaube, im Waschbecken gepisst, glaube ich. Waschbecken pisse ich manchmal. Ja, in Hotels. Monte 2.0. Ja. Geschissen im Waschbecken habe ich jetzt noch nicht. Ein Kollege hat das mal gemacht in der Jugendherberge. Dadurch musste dann dieses ganze Rohr gewechselt werden. Das weiß ich sogar noch, ja. Ich bin dann mal weg, ne? Alles klar, Maro. Ich wünsche dir was, ne? Danke fürs Dasein. Und ich dir auch, ne? Und eine wunderschöne Nacht. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Kuba. Mike. Was würdest du machen, wenn du für einen Tag das andere Geschlecht wärst? Boah, ich glaube, so diese Standard-Shit, ich würde mir 24 Stunden lang wirklich an meine Melone anfassen, die ganze Zeit und weiß ich, an meine. Wie schaffst du das, mentalisch so bereit zu sein? Also wenn man halt den ganzen Tag am PC arbeitet oder allgemein, wie schaffst du das mentalisch so? Hattest du schon mal... Sorry, super privat eigentlich. Es tut mir leid. Junge, hattest du schon mal Sex? Das tut mir leid. Oh, scheiße. Also ich bin Kuba-Zuschauer. Nein, ehrlich gesagt nicht, nein. Noch nicht? Okay. Natürlich. Ich würde eigentlich fragen, wie das ist, wenn du mit einer Schweizerin Sex hast. Oh, yo, Kruzifix, fiek mi, yo, komm mi, go, fiek mi, yo. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Waren auf jeden Fall sehr, sehr coole Fragen mit dabei. Sehr, sehr geile Community, sehr geile Leute mit dabei. Ja, falls es gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Like da und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.